So, erstmal willkommen allerseits zu dieser neuen Lektion und neuen Seminarveranstaltung. Ich würde mal kurz mein Bildschirm freigeben und wollte mal kurz ankündigen. Heute geht es um die Datenvisualisierung mit A und wir haben vorher Lektionen gemeinsam gesehen, beziehungsweise gemeinsam bearbeitet, wo es tatsächlich ja, über die Einrichtung von RStudio, wie man halt an A-Programme, A-Programmzeile erfolgreich entwerfen und umsetzen. Wir haben auch sehen können, wie man halt auf der Basis von Internetquelle zur Verfügung gestellter Datensätze Datenextraktionsprozesse aufbauen und umsetzen kann und welche Verarbeitungsschritte es dort besteht. Und heute sehen wir gemeinsam, wie man mit solchen Daten grafische Auswertungen, Geovisualisierung tatsächlich umgesetzt werden können. Mein Name ist Daitan Tambiwabo. Für diejenigen, die halt gerade mit dieser Lektion starten, würde ich mal empfehlen, erstmal die Lektion 1 bis 5 durchzubearbeiten, damit ihr eine bessere Übersicht über die Daten Science mit A hinkriegen könnt. Also, ich würde mal loslegen. Heute werde ich mal zum heutigen Agenda so zeigen, zunächst mal die Lernziele, die am Ende der Bearbeitung dieser Lektion zu erreichen sein sollen. Ich liefere euch eben, wie man halt im Kontext von Datenvisualisierungsprojekten es ablaufmäßig umgegangen wird, um die Daten alles auswerten und archivieren zu können. Wir zeigen euch weiterführende sowie grundlegende Techniken für die Erstellung von verschiedenen Arten von Diagrammen mit A. Und am Ende liefere ich euch entsprechende Grundlagen für die Geovisualisierung und sogar am Beispiel von WHO-Covid-Daten, die täglich von den jeweiligen Le Mitgliedsländern der WHO zur Verfügung gestellt werden. Soweit mit dem Agenda. Wir fangen jetzt mal kurzfristig mit den Lernzielen. Für die heutige Lektion geht es praktisch um die um Datenvisualisierung. Ihr solltet in der Lage sein, praktisch zum einen mit der Funktion ggplot die Diagramme in ihrer Vielseitigkeiten zu erstellen bzw. aufzubauen und auf der Basis von Covid-Daten Geovisualisierungs zu erstellen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr dann sehen können, wie dann mit den Daten verschiedene Auswertungsmöglichkeiten grafischmäßig gezeigt werden können. So, ganz grundsätzlich, wie sieht es aus mit Datenvisualisierungsprojekten in der Data Science oder in der Medical Data Science? Das ist so, dass man, wenn man eine konkrete Fragestellung hat, beziehungsweise einen Entwurf oder Vorhaben hat, ist das so, das kann im Kontext von einer Doktorarbeit sein, einer qualifizierenden Arbeit, dann eine Promotionsarbeit oder eher eine Masterarbeit sein. Es kann auch das Vorhaben so formuliert werden, dass man im Kontext von Unternehmen oder halt mit krankenhäuslichen Daten oder eher mit Kooperationsinstituten, die halt mit Forschern der Pharmaindustrie arbeiten, dass man zunächst mal für solchen Vorhaben die Datenquelle definieren soll. Ne? Das heißt, es muss festgestellt werden, okay, woher sollen die Daten herkommen und welche Extraktionsprozesse sind da erforderlich. Es kann sein, dass man einfach einen Importprozess aufbauen muss. Das heißt praktisch, dass die Daten von einer Internetquelle oder von einem Datenintegrationszentrum, Datenbank oder von einer privaten Institution kommen. Es muss dort auch festgestellt werden, was für Datenschutzmaßnahmen man da ergreifen muss und auch, auf welcher Ebene man tatsächlich die jeweiligen Datenanalytiken involvieren lassen sollen. Das heißt, wer stellt die Daten bereit, wer bereitet die Daten auf und wer kriegt dann Zugriff auf den gesamten Datenextraktionsprozess zu?
Und dann haben wir als zweiter Schritt die Datenaufbereitung in Bezug auf die zu erreichende Fragestellung. Das heißt jetzt, wir haben dann Zugriff schon auf die Datensätze und jetzt geht es praktisch darum, entsprechend mit Verarbeitungsschritte die Daten so aufzubereiten, damit sie dann für die Beantwortung unserer Fragestellungen dann passen. Das heißt praktisch, es kann sein, dass wir CD-Diagnosen betrachten wollen oder eher die Kombination von Statistiken, Daten mit eventuell auch Versorgungsdaten. Wie soll dann zum Beispiel die ganze Joining aussehen? Wie kann beispielsweise ICD-Diagnose-Datensätze, Behandlungsprozedur-Datensätze zur Verfügung gestellt und so zusammengeführt werden, dass man halt ein spezifisches Ziel oder Forschungsziel hinkriegen kann. Sowas machen wir als zweiter Schritt. Und dann, wenn die Daten soweit aufbereitet und fertiggestellt vorliegen, ist es so jetzt, dass man halt mit entsprechender Tooling auch entsprechenden grafische Datenauswertung vornehmen, bedeutet an der Stelle, dass man praktisch sowohl die bereits erlernte Schritte für die Datenaufbereitung umsetzen müssen, als auch die tatsächliche Repräsentation der Daten auf grafische Schaubilder oder grafische Darstellungen jetzt mal übertragen sollen. Ich zeige euch das gleich im Coding, wie das alles aussieht. Und am Ende ist es so, dass man diese ganze Diagramme, Schaubilder praktisch entweder auf eine lokale Umgebung exportieren muss oder für die Berichterstattung oder zur Publikation, dass man sie dementsprechend exportieren muss. Und dass man auch für die Archivierung, das ist ein wichtiges Thema, dass diese Schaubilder und Codings-Elemente auf geeigneter Umgebung oder geeigneter Environment tatsächlich auch gespeichert werden müssen. Für die heutige Lektion oder Veranstaltung bearbeiten wir die Schritte 1 bis 3. Das heißt praktisch, wir führen auch gemeinsam Datenextraktionsprozesse auf mit weil wir werden auch mit COVID-Daten heute arbeiten. Ich zeige euch die einige Schritte für die Datenaufbereitung, Datenformatierung, damit wir die Fragestellungen tatsächlich bearbeitbar gemacht werden sollen. Und am Ende zeige ich euch eben die wichtigsten Schritte in der Art und die Durchführung von grafischer Visualisierung. Also, soweit mit dem Ablauf von Datenvisualisierungsprojekten. Ich zeige euch ganz kurzfristig, was für Möglichkeiten es tatsächlich auf der technischen Seite besteht für die Umsetzung von Visualisierung. Wir haben einmal entweder die ggplot-Variante. Das bedeutet jetzt, dass wir durch die Funktion Library wieder auf diese ggplot-Elemente zugreifen und dementsprechend laden und anrichten auf unsere lokale Umgebung. Oder gibt es auch die Library, also die Bibliothek Tidyverse? Tidyverse steht dafür da, dass wir entweder ggplot oder diese Elemente benutzen. Und heute habe ich auch, zumindest ist mein Vorschlag, dass wir den Fokus auf die ggplot-Variante jetzt mal als Grundlagen zusammen bearbeiten, dass sie in Anschluss, dass diese Grundlagen für weiterführende Aufgaben vielleicht auch wie die Tidyverse-Funktion auch weiter bearbeiten. Also soweit mit der entsprechenden nötigen Bibliothek zeige ich euch auch, wie es tatsächlich aussieht in der Syntax. Wir beginnen jetzt mit den Balkendiagrammen. Das heißt, damit ein Datensatz oder halt eine auszuwertende Datensatz dementsprechend visual oder grafisch repräsentiert werden kann, gibt es ja eine erste Variante also zumindest die erste Möglichkeit für Balkendiagramm. Und die Syntax sieht so aus, dass man halt zunächst diese ggplot-Funktion aufruft. Das heißt praktisch rein syntaktisch schreiben, erstmal ggplot und dann runde Klammer auf. Dann kommt man mit dem Datensatzname drin. Das heißt praktisch, um welchen Datensatz geht es tatsächlich zur Visualisierung. Und dann nach der Komma
packt man dann rein eine weitere Element, das heißt AES für die Definition von Achsen. Und das heißt, wir definieren als beispielsweise X-Achse die Spalte, die Informationen zur Übertragung von numerischen Werten auf der X-Achse darstellt. Und dementsprechend auch das Gleiche für diejenige Information, die dann auf der Y-Seite dargestellt werden soll. Und das Ganze wurde halt geändert bzw. abgeschlossen, dadurch, dass man die Rundklammer hier zumachen für die Achs, zumindest die Achsendefinition mittendrin und dann auch dementsprechend auch die Achse für die Plotfunktion. Das heißt, Doppelabschlüsse der Rundklammer und dann gibt es weitere Elemente, beispielsweise man fügt weitere Elemente auf der Syntax dadurch, dass man diese Pluszeichen hier benutzt, würde syntaktisch hier bedeuten, dass wir eine Zusatzelemente hinzufügen. An dieser Stelle ist jetzt diese Geom-Unterminus-Strich dann Bar-Funktion. Die gibt dann praktisch an, dass wir jetzt eine Bar-Chart hier einfach aufbauen wollen. Ne? Das heißt jetzt, wir definieren ein Balkendiagramm und wir fügen hier ein Parameter statt und im Internet können Sie auch vielleicht dementsprechend auch nachgucken oder nachgucken, was für weiterführende Funktionsmöglichkeiten oder Informationen hier gibt für die Erweiterung der Art von Balkendiagramme. Aber die meist benutzte Element heißt jetzt Identity. Und damit das Ganze irgendwie ein bisschen flotter und viel übersichtlicher wird, ist es so, dass man auch diese Koordinierungsfunktion am Ende jetzt packen muss, damit die ganzen Elemente hier im Hintergrund, so wie halt hier im Vordergrund mit den Farben und so weiter, locker und ganz übersichtlich dargestellt werden können. Soweit mit der Balkenfunktion kommen wir vielleicht mit dem, was wir auch zu dem Ding, wo wir auch Punktendiagramm aufbauen oder erstellen können. Hier ist es wieder das Gleiche mit ggplot, aber hier ist ein kleiner Unterschied. Hier sollten wir den Element Mapping nutzen, im Gegensatz zu dem Balkendiagramm, wo wir dann praktisch einen Datensatz definieren und Achselementen definieren, ist es so jetzt, dass wir diese Mapping Elemente aufrufen und mittendrin packen wir die Achsenfunktion. Ne? Das heißt praktisch, wir definieren beispielsweise in der X-Achse, dass wir gerne hier eine kategoriale Spalte hier darlegen wollen. Das heißt, das kann zum Beispiel ein Datenelement mit Diagnosewerten bringen. Wir wollen zum Beispiel die Häufigkeit von Diagnosen hier plotten. Das heißt, wir können einfach angeben hier, was für Diagnosenspalte wir haben in der X-Achse. Und dann packen wir auch die Häufigkeit, also die Spalte mit den Häufigkeiten oder Häufigkeitswerte in der Y-Achse. Und dann ist es so, dass wir auch die Color-Elemente haben, wo wir dann praktisch auch hier die kategoriale Spalte hinzufügen sollten, damit auch er da interpretieren kann als die Farbe, die wir an den jeweiligen Werte geben wollen, dass das alles ausdifferenziert wird, dass man sagt, okay, da sind zum Beispiel hier Patienten mit Krebs im Unterschied oder im Gegensatz zu denjenigen Patienten, die eher jetzt ich weiß nicht, Malaria oder eine andere Erkrankung haben, dass man auch farbig hier alles ausdifferenzieren kann. Und dann haben wir auch am Ende dann praktisch die Füllparameter. Und man gibt auch an hier die kategoriale Spalte, die dann alles im Kontext der grafischen Darstellung hier alles ausdifferenzieren soll. Und am Ende packt man auch hier, damit das Ganze harmonisiert werden sollte man auch hier durch die Pluszeichen praktisch die Geom Jitter hier reinschreiben. Und genau. Wir machen dann weiter vielleicht auch mit Kreisendiagramme. Ist das wieder das Gleiche? Und das funktioniert auch ein bisschen wie vergleichsweise mit dem Balkendiagramm. Erstmal ein Datensatz. Und es gibt auch praktisch die Achse.
Man kann auch hier einfach mal die X-Achse ignorieren, dadurch, dass man auch nur die Werte von den jeweiligen Kategorien abbilden wollen. Und hier ist wichtig, dass wir auch die Color hier definieren und die Koordinationsfunktion am Ende hier reinbasteln. So, soweit mit dieser ganzen Graben. Dann kommen wir vielleicht zu der Praxis und ich zeige auch das alles, wie das in der tatsächlichen Coding funktioniert. Das heißt jetzt, ich habe alles auch vorgekocht und ihr seht, heute werden wir mit COBOL-Daten arbeiten. Das heißt, wir kriegen die COBOL-Daten über die Universität Medizin John Hopkins. Das ist eine Uni, eine coole Datenplattform aus einer Uni aus Nordamerika. Und die liefern dann praktisch die Verteilungen der Daten, eine Aufbereitung der Datensätze, die über die WAO-Plattform zur Verfügung gestellt wird. Ich zeige vielleicht auch ganz kurzfristig, wo das alle herkommt. Das heißt, das Ganze kommt einfach alles hier. Und wir sehen zum Beispiel die Anzahl der allgemein bestätigten Fälle, Covid-Fälle weltweit. Man kann auch die Gesamtzahl der Verstorbenen sowie die USA-bezogene Bestätigungsfälle sowie die Verstorbenen. Und das Gute ist halt, wir können von dieser Webseite hier Zugriff auf die statistischen Datensätze hier hinkriegen. Und vielleicht komme ich halt ganz zurück zu unserem Code, damit wir alles jetzt umsetzen können. So, ich hoffe, ihr könnt halt mein Bildschirm gut sehen. Ich kann sogar alles ein bisschen auch größer machen. Mit View jetzt. Ich mache ein bisschen Zoom, damit das viel größer wird. So, dann können Sie einfach noch anfangen mit unserer Analyse. Wie gesagt, Schritte 1 ist halt im Coding, wir machen unsere Umgebung clean, dass alles hier gelöscht wird. Wir sehen doch, dass alles hier empty ist aus unserer Umgebung. Und dann wird die ganze nötigen Pakete und Bibliotheken installiert. Das heißt, ich führe einfach mal diese Channel hier auch aus. Nach der Ausführung sieht man doch, dass alles hier erfolgreich installiert wurde. Und genau, und wir machen vielleicht kurzfristig weiter. Ich habe diese Webseite gezeigt und da drin steht praktisch so eine Art CSV-Datei drin. Diese CSV-Datei laden wir dementsprechend hoch, herunter, sorry. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf der Webseite switchen würde, und so sieht das praktisch die Repräsentation aus. Das heißt, ihr kriegt dann die Provenance und so weiter. Da sind praktisch die Rohdaten. Und diese Rohdaten werden tagesüber aktualisiert, verarbeitet und aufbereitet für weltweite Auswertungen. Und wir haben auch Zugriff als Forscher darauf. Und da gibt es praktisch keine patientenidentifizierende Information. Würde jetzt bedeuten, dass wir in dem datenschutzkonformen Bereich noch stehen. Das heißt, ich komme dann kurzfristig zurück zu unserem Coding. So, das heißt, wir laden erstmal einen Datensatz. Ich lade erstmal einen Datensatz, zumindest die Quelle, wo die Daten herkommen. Das heißt, ich führe dann praktisch diese Code-Teile aus. Und dann wird praktisch dieser Link hier eingelegt über diese GitHub der Universität Medizin, Johns Hopkins. Und dementsprechend lade ich auch die Datensätze für Verstorbene, dass man sieht, okay, ihr seht doch, dass diese jeweiligen Datenquelle links hier eingelegt sind, ordentlich angelegt worden sind. Und wir machen auch dementsprechend weiter mit der Datenquelle. Das heißt, wir schließen auch die Datenquelle der genesenen Patienten. Und jetzt ist es so, dass wir jetzt alles auf dem Datenframe, ne? Also Datenrahmen hier übertragen wollen. Das heißt, wir selektieren das Ganze hier von Covid-Fälle, Covid-Verstorbene. Und damit wir sehen jetzt, okay, da haben wir tatsächlich die Covid-Fälle. Das heißt, praktisch haben wir
die Region, das heißt die Länder, die die jeweiligen Datensätze tatsächlich zur Verfügung stellen. Wir haben eine lange, lange Liste von Spalten, das heißt ungefähr 906, 68 Spalten. Und sie werden wir auf dem entsprechenden Norm, das heißt, also wieder auf der Breite dann stellen, damit diese ganzen Datums hier als tatsächliche Datensätze oder Zeile pro Länder dann zusammengeführt werden. So, das heißt jetzt, wir haben zumindest die Frage in Bezug auf Datenquelle soweit klären können und dementsprechend unsere Datensätze importieren können. Jetzt ist es so, dass wir eine Übersicht über diese Gesamtdatensätze bekommen wollen. Dadurch, dass wir zunächst mal wissen wollen, okay, wie ist die Verteilung von Covid-Fällen über bestimmte Länder oder halt, wie sieht es aus mit den Genesenen, beziehungsweise sogar auch mit den jeweiligen Verstorbenen, also mit den Verstorbenen auch in den jeweiligen Ländern. Das heißt, jetzt ist es so, wir müssen eine Zusatzspalte für Länder anlegen, die dann praktisch die Länder dann tatsächlich bezeichnet. Wir brauchen eine tatsächliche Zusammenaggregation für die Länder zusammenbasteln, damit es klarer und sichtbarer wird. Ich lade nochmal das genau, damit es klarer und sichtbarer wird, okay, in den jeweiligen Ländern, wie viele Covid-Fälle wurde pro Tag tatsächlich bestätigt und freigegeben an der WHO. Das Ganze machen wir jetzt. Das heißt jetzt, wir selektieren erstmal diese Covid-Fälle, also Covid-Fälle, wenn wir das alles bio machen. Wir sehen doch, es dauert ein bisschen, damit das angezeigt wird. Es gibt tatsächlich die Spalte Country, Regions und wir haben dann die Datums jeweils. Zwar, dann haben wir zum Beispiel der erste 2020 und so weiter und so fort. Da sind Datums drin. Zum Beispiel haben wir hier den 1. 26. Januar 2020. Das ist ein rein amerikanisches Datumsformat. Aber das wollen wir alles umwandeln, damit wir auf unsere deutsche Sicht das alles interpretierbar gemacht wird. Zumindest was Datum betrifft und was diese Repräsentation betrifft. Und das heißt jetzt, ich lege einen weiteren Datensatz für Covid-Fälle. Das heißt, ich selektiere mir das alles hier zunächst. Und ich nutze mir die Funktion Gather. Das heißt, ich selektiere mir das mit Date und Confirm. Und ich wandle das Ganze um mit der Group-By-Funktion. Und ich benenne das Ganze um, damit es für uns Deutschsprechende, dass es alles sichtbarer und klarer wird. Zum Beispiel Country, Region, wieder halt als Länder interpretiert, Datums, Dates und Confirm würde er interpretiert werden als die bestätigte Fälle. Das heißt, wir führen das Ganze erstmal hier auf. Das dauert ein bisschen lang. Und wir sehen doch hier, okay, es gibt eine Overriding, aber das ist gar keine schlimme Nachrichten, sondern wir können das alles noch hier abprüfen. Covid-Fälle, Datenframe. Wir checken das hier. Das wurde eingelegt. Und wir sehen deutlich, dass die Anzahl der Spalte sich stark reduziert hat, dadurch, dass wir nur die drei Spalte hier ausselektieren haben, mit der Group-By-Funktion und der Rename-Funktion. Und wir sehen doch zum Beispiel hier, Afghanistan ist das erste Land. Und pro Zeile besteht dann praktisch ein bestimmter Tag. Und pro Tag haben wir auch die Anzahl der jeweiligen bestätigten Fälle, die dann von Afghanistan zur Verfügung gestellt wurde an der WHO-Seite, die dann dementsprechend auch durch die Universität Medizin Hopkins dann zur Verfügung gestellt wurde für die Forscher. So, wir machen dann zu und wir replizieren praktisch das Gleiche für verstorbene Patienten. Das heißt, wir nehmen wieder diese Covid-verstorbene Datensatz, wandeln wir das Ganze um. Das heißt, wir packen die jeweiligen Spalten, die noch Datums beinhalten. Wir können das alle auch hier sichten. Das dauert ein bisschen lang, so einen riesigen Datensatz. Das heißt, jeden Spalt hat noch hier
ist noch hier, beinhalten noch eine sogenannte Datum, also zumindest Bestätigungsdatum für die Bereitstellung der Datensätze. Das heißt, wir wandeln das Ganze um. Und hier kombinieren wir das Ganze pro Country und Date. Und wir machen eine in-between, ne, eine sogenannte Zwischenkalkulation der Gesamtfälle. Und am Ende hier machen wir auch die ganz oben die ganze Umbenennungen. Wir selektieren das Ganze. Gut, und wir kriegen das gleiche Information. Okay, das wurde tatsächlich gruppiert und wir können doch alle auch abprüfen, ob unsere Daten seit soweit okay. Genau, wir sehen genauso, sieht gut aus und wir sehen doch, dass es Tage gibt, wo es keine bestätigten verstorbenen Fälle gab und auch Tage, wo es viele Verstorbene gab. Und genau, und wir machen auch das gleiche am Ende dann für die genesenen Patienten. Das heißt, genau, wir kommen dann hier zurück und gucken, ob unsere genesene Datenframe, genau, wir sehen auch zum Beispiel Afghanistan, wo es als erstes angesprochen hat, dass es mit A beginnt. Man kann das auch alles hier sortieren nach Länder. Wir werden sehen zum Beispiel Zimbabwe mit Z, ne, am Ende. Wir sehen doch, wie viele Genesene es da pro Bestätigungsdatum gab. So, das heißt, wenn wir vielleicht zurück zu unserer Präsentation kommen würden, wir sehen doch hier, dass mit der Datenaufbereitung soweit geklärt ist, ne? Das heißt, wir haben soweit das alles mit Datenaufbereitung klären können, weil wir wollen jetzt das Vorhaben jetzt ist, wir wollen ganz grafisch ein bisschen visualisieren können, was halt mit Covid aus den sieben letzten Tagen passiert ist, was die Verstorbenen angeht, was die Genesenen angeht. Und natürlich auch, wir können auch sogar in unserem Vorhaben gucken, welche Länder sind mal praktisch die Top 10 Länder mit den meisten Verstorbenen oder die meisten Häufigkeiten mit den Genesenen. Das heißt, jetzt ist es alles mit Aufbereitung der Datensätze okay. Dann, wir fahren dann weiter zu dem, wie wir dann das Ganze visualisieren können. Das heißt jetzt, okay, wir müssen noch etwas bisschen schärfer machen, was die Enddatensätze betrifft. Das heißt jetzt, heute geht es praktisch um die Zusammenführung der Gesamtdatensatz. Das heißt jetzt, es wird nur die Funktion Full Join. Ich habe auch das mit dem Full Joins aus der vorherigen Lektion ausführlich erklärt. Das heißt, es werden Datensätze aus Covid, verstorbene Covid-Fälle sowie ein Datensatz für Genesene zusammengeführt in einen eindeutigen Enddatensatz, dass man am Ende das alles hier sehen kann. Allerdings ist es so noch, dass das Datum jetzt so ganz aus, nicht so ganz gut aussieht. Und wir sehen doch hier, dass das Datum noch als Charakter CAE, ne, steht für Charakter, und ein Datum sollte als Date angelegt werden. Ne? Und das heißt, wir brauchen noch hier das Datum ordentlich anzulegen, zumindest was die Formatierung angeht. Das heißt, wir nehmen in der Anpassung des Datumsformats Chunks hier unseren Datensatz Covid nochmal. Das heißt, wir kreieren oder legen dann an eine weitere Spalte für Datum und sagen, bitte, bitte, mit der Substring-Funktion bitte schließt praktisch das mit dem Zeichen X hier aus und ersetzt dann praktisch mit dem Punkt und dementsprechend legst du das alles, was X oder Punkt oder Leerzeichen angeht, wird systematisch ausgeschlossen von dem Datensatz und bitte das Datumformat hier anlegen in die neue Spalte Datum. Das heißt jetzt, wenn wir diese einfach mir alles ausführen, wir sehen doch, dass die neue Spalte Datum ordentlich angelegt wurde und wir sehen doch, dass diese Punkte und X alles jetzt ausgeschlossen wurde und wir können sogar das Datumformat hier abprüfen, dadurch, dass wir sehen hier, okay, das Datum ist als D angelegt. Ne? Gut, das heißt, wir machen dann weiter mit unserem Projekt. Es ist jetzt so, dass wir wollen jetzt in unserem Vorhaben
die Variationen in den Häufigkeiten in den 7 letzten Tagen, aus den 7 letzten Tagen überprüfen. Das heißt, wir müssen zunächst mal auch den Aspekt für zeitliche Differenz hier berechnen lassen. Das würde ermöglicht sein, dass wir zunächst mal hier das aktuellste Datum bestimmen können. Es gibt in A die sogenannte SysD, das heißt, es ist eine Zusatzfunktion, die uns hilft, das heutige Datum zu bestimmen, also bestimmen zu lassen, ganz dynamisch, dass wir keine extra Aufgabe oder Aufwand auch haben, das immer wieder manuell einzugeben. Das heißt, SysD wird systematisch dann rausspucken, das heutige Datum in dem gesamten Kalkulationsprozess hier. Und das heißt, hier im Vorfeld nehmen wir unser COVID-Gesamtdatenframe hier. Wir probieren das Ganze nach Ländern. Ne? Ich zeige das alles mit. Zack. Das heißt, es wird praktisch erstmal nach den Ländern gruppiert. Das heißt, auf der Basis der Länderspalte wird systematisch diese Kalkulation berechnet pro Land. Wie ist die Entfernung zwischen der jeweiligen Bereitstellung Datums der jeweiligen Häufigkeiten zu der heutigen Datum? Ne? Wie ist die zeitliche Differenz von der ursprünglichen Bereitstellungsdatum mit dem heutigen Datum? Das heißt jetzt, wir machen das heutige Datum minus das ursprüngliche Datum plus 1, damit nur die aktuellste Zeitdifferenz wieder rausgesprochen wird. Das heißt, wenn wir das Ganze hier ausselektieren und ausführen, das dauert ein bisschen lang. Okay, wir merken, gibt es praktisch die Variante Tage. Ne? Nehmen wir beispielsweise die erste Zeile Afghanistan. Jetzt ist zum Beispiel das Datum aus dem 1. Januar 2021, ne? 2021. An dem Datum wurde dann praktisch ungefähr 53.000 Bestätigungsfälle gemeldet. Haben wir darunter 2000, ungefähr 2200 Verstorbene und zudem auch haben wir ungefähr 42.000 Genesene. Und wenn das Ganze kumuliert wird, kriegen wir ungefähr die Anzahl der Fälle ungefähr, wie gesagt, es ist schon gesagt worden, 53.000 ungefähr. Und ganz wichtig, die Zeitdifferenz. Ne? Das heißt, es wurde seit ungefähr 620 Tage gemeldet. Ne? Aber was wir halt in unserem Projekt wollen, ist das Ganze einfach nachzuschauen, was in den 7 letzten Tagen gemeldet wurde. Das heißt jetzt, wir fangen an mit der tatsächlichen Datenvisualisierung. Und das ist jetzt möglich, dass wir eine Zwischenfilterung hier aufbauen können und sagen zum Beispiel hier, okay, wir wollen das Ganze jetzt visualisieren, aber durch ein Säulendiagramm, wir wollen hier die Top 20 Länder visualisieren, die die meisten neuen Covid-Fälle hatten aus den letzten 7 Tagen. Ne? Das heißt jetzt, wir nehmen erstmal unsere Covid-Gesamtdatensatz, die wir bereits aufbereitet haben, mit den ganzen Zeitdifferenzen hier, die Tagenvariablen. Wir sehen, das ist alles als Datenformat formatiert. So, wir machen weiter. Das heißt, wir selektieren erst nur die 7 letzten Tage. Ne? Das heißt, wir gehen dann weiter und selektieren nur die 2 ersten Teile aus unserem Code. Wir sehen doch, das ist nur halt alles, das beinhalten nur alles, was halt passiert wurde aus den 7 letzten Tagen. Ne? Wir sehen doch, dass es alles, ne, nur die 7 Tage jetzt sind. Das heißt, jetzt haben wir nur das hier mit den 7 Tagen. Das heißt, es wird exakt berechnet, 7 Tage vorher, nicht heute, sondern nur 7 Tage vorher. Aber das wird nicht kumuliert, sondern nur aus den 7. Tagen vor dem heutigen Datum. Das wird alles selektiert hier. Und dann summarisieren wir das Ganze. Oder können wir auch sagen, okay, wir nehmen hier alles, was gleich
oder genau. Oh, das. Nee, das wird, sorry. Entweder gleich oder unter 7 Tage. So. Genau. Das heißt jetzt, wir haben soweit angepasst, dass wir nicht nur 7 Tage, sondern alles, was ab dem, also die höchste Differenz sollte 7 Tage sein. Das heißt jetzt, wir haben alle soweit selektiert, dass alles aus den 7 letzten Tagen hier zusammen berechnet werden soll. Das heißt zum Beispiel Afghanistan 1, 2, 3, 4, das ist insgesamt 7 Tagen jetzt. Und wir wissen ja, okay, heute haben wir den 12. Und wir versuchen das jetzt alles zu plausibilisieren. Das haben wir schon gemacht in Plausibilisierungsprüfung, dass es alles unter 7 Tagen oder gleich 7 Tagen sein sollte. Und wir machen dann eine Gruppierung hier nach Länder und wir versuchen das Ganze jetzt auf Häufigkeit zu berechnen. Ne? Das heißt zum Beispiel, wir selektieren alle und prüfen wir, okay, wie viele wurde dann gemeldet. Das heißt, aus den 7 letzten Tagen haben wir insgesamt für Afghanistan hier als erstes Land ungefähr 46.000 Patienten. Ne? Das ist die verstorben wurde. Das ist, das heißt, wir prüfen das alles jetzt für die Verstorbenen. Oh, sorry, das habe ich verstorben, für Verstorbene gemacht. Das können wir auch für die bestätigten Fälle machen. Das heißt, wir berechnen das Ganze jetzt und wir selektieren nur für die bestätigten Fälle die 20 Top-Länder. Das heißt, wir machen in den N, also Top N 20, wir nehmen raus nur die 20 ersten Länder drin. Das heißt jetzt, wenn wir gucken, haben wir aus den 7 letzten Tagen nur hier drin die Top ersten Länder mit der Top, mit den meisten, mit den größten Häufigkeiten an bestätigten Fällen. Okay, aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es hier, das alles geo zu visualisieren. Das heißt, durch die, das Zeichnen hier habe ich Ihnen das alles vorgestellt, wird so übernommen. Und in Data hier mit Punkt inzwischen gespeichert und mit der ganzen Syntax bereits erklärt worden, versuchen wir das Ganze alles jetzt auf einem Säulendiagramm so visualisieren. Wir sehen doch, dass aus den letzten 7 Tagen USA, ja, die USA, also Amerika, das Land mit den meisten Fälle war, gefolgt von Indien und wir haben auch hier vielleicht Brasilien und ja, wobei Deutschland nicht zu den Top 20, ja genau, wir haben hier Deutschland hier, genau. So, wir machen vielleicht kurzfristig weiter und wir versuchen jetzt das gleiche auch zu machen für die Verstorbenen. Das ist praktisch das gleiche Konstruktion. Das haben wir schon angepasst mit der Anzahl der Tagen. Das heißt, das soll die Differenz sollte entweder kleiner oder gleich 7 sein, damit die Ereignisse aus den 7 letzten Tagen angeschlossen werden. Wenn wir das gemacht haben, dann kriegen wir genau die Meisterländer, das ist wieder die gleiche Länder, USA, Brasilien, Indien, wir haben auch Russland mittendrin, als Vierter vielleicht. Genau. Das heißt, wir können sogar auch das mit dem 7 in der Description kürzer machen, damit das alles jetzt gut repräsentierbar wird. Das heißt, wir passen das Ganze an, ne? Die höchste Anzahl an Verstorbenen. Dann sehen wir doch, was alles gepasst hat. Genau, wir können das alles auch größer machen, damit es viel sichtbarer wird. Okay, dann sieht er so aus. Sorry. Genau, ne? Sieht alles gut aus. Und wir sehen zum Beispiel hier haben wir USA, England, Ukraine drin, aber die meisten sind dann USA und Brasilien. Okay, soweit mit diesem Balkendiagramm machen wir vielleicht weiter. Okay, da kommt eine weitere Fragestellung auf uns und sagen, okay, wie sieht es eigentlich aus?
mit der allgemeinen Häufigkeit, also allgemeinen Eigenschaften der Daten, die wir halt jetzt nutzen. Das heißt jetzt, wir sollen, Moment, muss ich noch das alles noch anlegen. Wir sollten jetzt mal also Covid-Wellen-Statistik noch arbeiten. Muss ich mir auch einen Code heraussuchen, wo dieser Datensatz erstellt wurde. Das heißt, ich mache so eine Steuerung-F hier und suche ich einfach mal, wo dieser Datensatz abgerufen wird. Genau, das heißt, es wird hier abgerufen. Ne? Und ich muss dann jetzt das ab hier wieder ausführen. Das ist ganz wichtig in der Programmierung, wenn ihr dann viele Codings habt, dass sie dann praktisch mit dieser Substring-Funktion hier, die Tastaturkombination, da die Steuerung F, und einfach hier raussuchen. Okay. Das heißt, hier ist es so, dass wir eine weitere Verarbeitung hier einführen. Und zwar, wir nehmen praktisch wieder unsere Covid-Gesamtdatenframe, die wir gerade schon geplotten haben. Jetzt hatten wir die Fehlermeldung bekommen, dass dieser Datensatz hier noch nicht angelegt ist. Das heißt, wir legen das an und gucken, wie die gesamte Verteilung der Fälle weltweit aussieht. Das heißt, wir legen diesen Datensatz an. Und was in dem Datensatz gemacht wird, ist es halt, wir gruppieren das Ganze nach Datums und berechnen wir für jeden Datums praktisch die Anzahl der Gesamtfälle und wir erstellen dann praktisch die Gesamtstatistik für Covid also weltweit und wir sehen doch hier zum Beispiel die ganzen Datums, hier die Fälle, die Genesene sowie diese ganze zeitliche Differenz hier. So, jetzt kommt dann die Aufgabe, okay, wir wollen das Ganze jetzt zumindest eine grobe Übersicht über diese deskriptive Daten, eine deskriptive Statistik über diese Daten erstellen lassen. Und dafür gibt es eine ganz schöne Funktion, statistische Funktion, die heißt Summary. Und mit der Summary-Funktion kann man da locker jetzt diese ganze Dateneigenschaft darstellen lassen. Das heißt zum Beispiel für Datums ist die früheste Datum, also der erste Datum, wann dieser erste Datensatz zur Verfügung gestellt wurde an der WHO. Das war einfach am 22. Januar. Und also das aktuellste Datum, also das letzte Datum, wann das aktuellste Datensatz hinzugefügt wurde, das war praktisch eben gestern. Ne? Gestern war das. Und dann haben wir weitere Elemente wie die Min-Max, die Mittelwerte sowie die Median für die Anzahl, also Häufigkeiten von bestätigten Fällen. Genesene, Verstorbene und so weiter und so fort. So, dann kommen wir zu dem Aspekt der Geovisualisierung. Wir haben soweit sehen können, wie das alles funktioniert auf der Basis von einer Balkensiagramm. Und ich zeige euch ganz kurzfristig das mit der Visualisierung auch von diesem gesamten Häufigkeitsverteilung. Das heißt jetzt, wir nutzen wieder die ggplot-Funktion und rufen wir dann hier praktisch den Datensatz. Ich habe auch in der Syntax gezeigt. Als x-Achse sollte die Datum sein und y-Seite oder y-Achse sollte da einfach die Häufigkeit übertragen werden. Und kann man dann mit dem Pluszeichen die weiterführenden Parameter an der Grafik anpassen. Das heißt jetzt, wir führen dann aus und haben wir dann wie gesagt, haben wir hier die Häufigkeiten der bestätigten Fälle auf der Y-Seite und auf der X-Achse haben wir die Jahrgänge 2020, 2021 und 2022. Es gibt dann eine deutliche Steigerung der Anzahl der Fälle und kann man hier auch mit den Eigenschaften von mit der Eigenschaft, der hier reinspielen, zum Beispiel rumspielen, zu sagen, okay, wenn das verkürzt, also kleiner gemacht wird, dann kriegen wir solche Repräsentationen. Und man kann also alles noch größer machen. Das heißt, wir machen zum Beispiel hier 8, ne? 0,8 von der Größe her.
Je nachdem, wie man halt die Grafik hinbekommen will, kann man dann mit den ganzen Eigenschaften hier umspielen. Das heißt jetzt, wir haben eine Grafik erstellt, die dann praktisch mit mehreren oder unterschiedlichen Weise, Perspektive, Repräsentationsarten deine Daten dann grafisch widerspiegeln. Okay, eine weitere Aufgabe für uns ist es jetzt, wir haben soweit ein Balkendiagramm erstellen können auf der Basis von reellen WHO Statistikdaten für Covid. Und jetzt ist es so, dass wir das Ganze jetzt geovisualisieren wollen. Ich gebe euch ein paar theoretische Info dazu, wie man eine Geovisualisierung basteln kann, wie die Syntax dafür gibt, aussieht und natürlich auch, welche Umsetzungsvariante es dafür besteht. Dann kommen wir vielleicht unserer Präsentation. So, grundsätzlich ist es so auch, dass es drei grundlegende Schritte gibt für die Geovisualisierung A. Wir haben auf der anderen Seite die Library TMap. Und TMap ist praktisch die Klasse oder halt die Inhalte, also wir stellen die Inhalte dafür dar, dass man entsprechende Map-Elemente laden kann. Und für die Map-Elemente könnt ihr einfach mal googeln oder halt nachgucken in der Literatur, was für Möglichkeiten es gibt. Und ich zeige euch sogar auch ein Beispiel dafür. Das heißt, der Datensatz wird so geladen, die dann praktisch das Objekten für die Übertragung der Datensätze beinhalten. Diese Objekte könnten Grafikkarte sein für Europa, für Afrika, für Deutschland, für Kamerun oder für eine andere definierten Wohnregion sein. Und es gibt auch die Möglichkeiten, Dateninhalte auf diese geografische Repräsentation entsprechen zu lassen. Bedeutet jetzt, dass wir übertragen bestimmte Dateninhalte auf Objekten in ein bestimmtes Versorgungsereignis oder halt eine statistische Auswertung widerspiegeln. Der zweite Schritt bezieht sich jetzt auf diese Mapping. Ne? Das heißt, wir sollten unseren Datensatz, die vorgekocht, aufbereitet wurde für unsere Analytik, auf eine tatsächliche Geokarte. Wir mappen das Ganze auf die Karte und lassen wir das alles noch eben passen. Der dritte Schritt jetzt bezieht sich auf die tatsächliche Übertragung der Analyse-Datensätze oder PAL-Datensätze auf der Geokarte. Das heißt jetzt, dass wir wieder die GGplot-Funktion dafür brauchen. Und auch ist es so, dass wir diese gemappte Datensatz, das Datensatz auf der anderen Seite, also Seite 1 ist dann praktisch unsere Analyse-Teildatensätze, unsere Gesamtdatensätze. Teil 2 ist dann praktisch die Geomap-Datensätze. Das Ganze werden dann auf einem eindeutigen Datensatz gesamtgemappt und dementsprechend werden Sie dann auch mit der GGplot-Funktion dementsprechend auch eine Geokarte übertragen. Und mit der Pluszeichen ist es so, dass wir eben Parameter oder Filterparameter, Verschaulichungsparameter anpassen können. Es gibt dann die Funktion ggtitle und damit ist es möglich, Obtitel hinzuzufügen oder halt Subuntertitel hinzuzufügen. Und kann man auch sogar Themen auch eben da anpassen. Was für Hintergrund sollte zum Beispiel die Grafik haben, je nachdem, wie wir das Ganze eben darstellen wollen. Das heißt, wir kommen dann kurzfristig auch zurück zu unserem A-Code. Und das wird auch klarer. So, es ist jetzt so, wir wollen das Ganze kumulierten Datensätze eben geovisualisieren. Das bedeutet jetzt, wir gruppieren unsere COVID-Datensätze auf Länderebene. Und nach der Aggregation auf Länderebene ist es so, dass wir zusammenfassende Statistiken noch berechnen lassen sollten, damit diese ganze Kumulation von den jeweiligen Jahrgängen, jeweiligen Monaten, jeweiligen Anzählen, Datums, dass die ganze Häufigkeit zusammen aggregiert und gezählt werden. Das heißt hier, dass wir zum Beispiel hier die Anzahl der Gesamtverstorbene, Gesamtgenesene, Gesamtländer, bestätigte Fälle berechnen lassen und das Ganze sortieren nach Ländern. Das heißt zum Beispiel, wir
berechnet, wie viele Gesamtgenesene wurde festgestellt in Deutschland, in Frankreich oder in anderen Ländern. Das heißt, die Funktion dafür, zunächst mal die Group-by-Funktion für die Gruppierung und dann im Anschluss die Summarize-Funktion dazu. Das heißt, wenn wir das Ganze hier ausführen, legen wir dann praktisch das COBY-kumulierte Datensatz. Und dann können wir alles hier aufmachen. Das ist, wir sehen doch, dass die ganze kumulative Angabe tatsächlich festgestellt sind. Wobei man sich hinterfragen sollte, auch für die Plausibilisierung der Daten. Warum ist zum Beispiel bei Antarktika jetzt keine Verstorbene festgestellt worden oder keine Genesene? Haben wir nur kumulierten, bestätigten Fälle drin? Und muss man immer wieder halt mit den Zahlen aufpassen und noch ins Detail reingucken, okay, wo in meinem Datensatz gäbe es eine unplausible, das heißt hier zum Beispiel, das sind Sommer-Olympic 22, Winter-Olympic 22, das sollte eventuell, könnte eventuell auch einige Punkte in den Datensätzen, die wir sagen, okay, es gibt tatsächlich keine Länder, die solche Ausprägungen haben, vielleicht, weil ja in der Datenbereitstellung, vielleicht auf der Seite der WHO oder halt auf der Seite der Universität Medizin Hopkins, dass die Leute eben dieses Datensatz hinzugefügt haben für weiterführende Auswertungen, die uns halt heute relativ für uninteressant dargestellt werden. Das heißt, es ist so für die Plausibilisierung, dass wir diese Datensätze irgendwie gucken und die Entscheidung auch treffen, vielleicht Elemente da entweder auszuschließen oder anzupassen. Das heißt jetzt, wir machen dann weiter für die Analyse, wie bereits erwähnt. Ist es so, dass wir diese Basemap-Daten anladen, die TMAP-Elemente, und für die Daten, wir laden praktisch also die Wortkarte, und wir klassifizieren das mit der Class-Funktion. Das heißt, wir führen dann praktisch das Ganze aus. So, und dann ist es jetzt so, dass wir eben mehrere Sachen an den Daten machen. Das eine ist halt, wir führen das Ganze zusammen. Das heißt, die COBY-Daten werden dementsprechend mit den Map-Daten gematcht, ne? Das heißt, wir führen dann praktisch die Liste mit unseren Datensätzen zusammen. In den drei Zeilen hier werden dann praktisch hier die jeweiligen Ländername angepasst, es wird auch alles gemappt und wir machen dann weiter mit der Berechnung der Anzahl der Elemente, die wir auch für die Analyse nutzen werden. Das heißt, wir machen zum Beispiel eine Left Join hier der Word-Daten, also Word für Word-Daten, mit der COBY kumuliert und wir schließen das Ganze zusammen durch die jeweiligen Spalte Country für Word. Datensatz und Länder für unsere eigene Analyse-Datensätze. Ich mache zum Beispiel diese Word-Daten auf, damit ihr gucken könnt. Wie gesagt, es ist ein objektbasierter Datensatz. Das Gute auch in R ist es so, es gibt nicht nur die tabellarische Datenrepräsentation, aber auch objektbasierte Datenrepräsentation. Ihr seht doch hier, das sind keine tabellarische Repräsentation der Information, sondern es gibt viele, viele weitere Future drin, zum Beispiel Dimensionen, die ganze Dimensionennamen und so weiter und so fort. Aber das interessiert uns gar nicht jetzt, sondern was uns interessiert tatsächlich, wie das Ganze mit den Country-Datensätzen gemappt werden können. Dafür haben wir eine Left-Join im Ansatz und wir schließen dann praktisch, wir ersetzen dann praktisch die ganze Fehlerwerte, die dann festgestellt werden könnte, mit Null, aus dem einfachen Grund, dass es wird davon ausgegangen, dass Länder, die dann keine Einträge gemacht haben, mit Null, diese ganze Einträge mit Null interpretiert werden sollte. Aber wie gesagt, es ist immer wieder Plausibilitätssachen, die Sie als Analytiker, Data Scientist in euren Projekten immer gucken müssen, um die ganze Ergebnisse am Ende dann zu plausibilisieren. Das heißt, wir selektieren das Ganze und führen das alles aus. Das heißt, haben wir soweit unsere Datensätze soweit zusammenfügen können. Jetzt kommt die wichtigste Aspekt, wo wir sagen würden, naja,
Wir wollen das Ganze jetzt plotten und geovisualisieren. Bedeutet jetzt, dass wir diese ggplot-Funktion nutzen werden. Beta, das heißt, wir selektieren jetzt, okay, was sollte tatsächlich dargestellt werden. Und für die Achse ist es so, dass wir die kumulierten Fälle jetzt geovisualisieren wollen. Und haben wir die Color, die roten Farbe hier gewählt, dann gibt es einen Parameter Color, wo man auch da die Farbe einfach auswählen kann. Und das gibt auch die Möglichkeit, den Titel anzupassen. Ich habe hier einfach weltweite Verteilung der bestätigten Covid-Fälle von 2020 bis heute. Und dann hab ich auch als Untertitel das aktuelle Datum eingetragen, die dann dynamisch festgestellt wird. Und dann kann man dann die Themen hier auch anpassen. Das heißt, wenn wir das alles auch ausführen, sollten wir dann unsere Geokarte bekommen können. Das heißt, wir sehen doch, weltweit besteht die weltweite Verteilung. Und wir sehen auch tatsächlich, dass diese Datenrepräsentation, das widerspiegelt, was wir auch in den Balkendiagrammen gesehen haben, dass die meisten Fälle immer wieder in den USA oder in Amerika oder beziehungsweise in Indien oder in Brasilien festgestellt worden sind. Dann haben wir auch das aktuelle Datum. Heute haben wir den 12. September, wo diese Recording, diese Seminaraufnahme umgesetzt wird. Und wir sehen doch hier tatsächlich, dass es auch eben weitere Verteilungen gibt. Zum Beispiel in Europa gibt es relativ weniger Fälle, wenn man das vergleichen würde mit dem, was in China passiert, geografisch, und halt mit dem, was halt in Brasilien passiert. Das heißt, wir können doch für die Informationen, wie Sie dann Informationen über die Themen finden. Vielleicht könnt ihr einfach mal hier auf Help gehen. Ich hoffe, dass es jetzt funktionieren würde. Genau. Ihr könnt einfach mal die verschiedenen Themen hier. Oh, Internal Server Error. Weiß nicht, woran das liegt jetzt. Scheint nicht zu funktionieren. Aber das ist so, dass ihr einfach nach den Themen. Entweder könnt ihr halt das alles im Internet nachschauen oder könnt ihr einfach mal durch diesen Help-Bereich hier gucken. Es gibt tatsächlich, vielleicht kann ich mir dann jetzt auch mein Bildschirm kurzfristig wechseln. Das heißt, wenn ihr auf Google einfach reingeht, seht doch, es gibt eine Reihe an Themen, die dann sogar Beispiele zeigen. Ihr könnt einfach mal genau die verschiedenen Themenmöglichkeiten da einfach mal rausgruppieren und einfach mal ausprobieren. Es gibt tatsächlich Themen-Void-Varianten, aber gibt es auch eine Reihe von weiteren Varianten, die es tatsächlich besteht. Ihr könnt einfach mal nachgoogeln und dann mit dem ganzen Code noch ein bisschen auch spielen, umspielen und nochmal ausprobieren. Und genau, ich habe für diese Lektion auch das mit den Verstorbenen gemacht. Das heißt zum Beispiel, könnt einfach mal, ich habe eine weiteren Themen hier eingepasst. Das heißt hier die Themen Line Draw. Und diese Line Draw, ich habe mir auch die Farbe umgeändert auf weiß. Das heißt, ihr kriegt dann praktisch eine weiße Repräsentation, also weiß eingetragene Repräsentation, also sieht weiß aus. Ich kann mir auch wieder Black hier reinschreiben. Und ihr seht auch das alles jetzt, genau, alles der schwarze Farbe hier rumgezeichnet wird. Und damit habt ihr dann erfahren können, wie man mit Datenvisualisierung mit A umsetzen können oder einfach Balkendiagramm, sogar weiterführende Art von Diagrammen erstellen können. Ich habe auch hier L6-Übungen, habe auch ein paar Übungen für euch vorbereitet. Das eine bezieht sich auf die Erstellung von der Top 20 Länder mit der niedrigsten Covid-Häufigkeiten, Verstorbene, Genesene. Und bei dieser Aufgabe müsst ihr aufpassen auf sogenannte Plausibilitätsprüfung. Ich würde mir interessieren, wie Sie das Ganze umsetzen. Und ich habe auch dementsprechend auch Lösungen dafür vorbekommen für Sie, damit ihr auch Grundlagen haben für die Perfektionierung eurer Codings.
Und die Fotoaufgabe bezieht sich auch auf die Geovisualisierung von einer kumulierten Anzahl an Genesenen sowie von Verstorbenen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann nach der Bearbeitung dieser Lektion sich zurückmelden können. Und natürlich auch sind wir halt offen für weitere Fragen, Projekten, Forschungsvorhaben und auch freuen wir uns auf Projekte, die wir gemeinsam bearbeiten können. Ich habe auch hier weiterführende Materialien angepasst und eingetragen, die ihr weiterhin nutzen könnt, um einfach mal weitere Inputs zu bekommen. Die nächste Lektion bezieht sich auf die Erstellung von Dashboard. Wie kriegt man Konzepte für eine dynamische, webseitenbasierte Darstellung von Daten? Wie kriegt man da Datenplattform aufgebaut? Das zeige ich euch in der nächsten Lektion. Die Lektion 7 ist die. Und dann wird unser Seminarmarathon mit der 8. Lektion abgeschlossen mit der Bearbeitung von einem tatsächlichen Data Science Projekt. Ich freue mich auf eure jeweiligen Feedbacks zu diesem Kurs und Lektion und bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön und ich wünsche euch was. Vielen Dank.